Hey Leute, da ich selber sehr trockene Haut habe und damit wohl nicht alleine bin, möchte ich euch heute zeigen, mit welchen Produkten ich mich schminke, sodass meine Haut weder austrocknet, noch dadurch unschöne Make-up-Flecken auf meinem Gesicht entstehen. Viel Spaß! Als allererstes trage ich immer eine schöne, fette Schicht Nivea-Creme auf. Es ist wirklich super wichtig, seine Haut mit genügend Feuchtigkeit vor dem Auftragen des Make-ups zu versorgen. Ihr könnt hierzu jede beliebige Creme nutzen. Wichtig ist nur darauf zu achten, dass diese genügend Feuchtigkeit drin beinhaltet, sodass ihr eure Haut den ganzen Tag über genügend Feuchtigkeit durch das Auftragen der Creme spendet. Damit tut ihr nicht nur eurer Haut was Gutes, sondern bringt sie auch noch zum Strahlen und verhindert damit auch, dass euch unschöne trockene Flecken auf eurem Gesicht im Laufe des Tages entstehen. Nachdem ich die Creme aufgetragen habe, lasse ich meine Haut ein wenig ruhen, die Creme einziehen und gehe dann über zu meinem Primer, und zwar dem von Benefit. Diesen trage ich nur dort auf, wo ich richtig große Poren habe. Und zwar auf meine Wangen. Da habe ich nämlich die größeren Poren im Bereich, da wo meine Nase ist. Da trage ich den Primer auf. Dieser Primer ist nichts für trockene Haut. Denn dieser Primer entzieht der Haut jegliche Feuchtigkeit und mattiert das Hautbild eher. Deswegen sollte man es lieber bei trockener Haut lassen. Falls ihr große Poren habt wie ich, dann könnt ihr euch diesen gerne anlegen und dann halt auf die Stellen, wo ihr diese großen Poren habt, gerne auftragen, um die Poren ein wenig zu füllen. Aber ansonsten ist der echt nicht empfehlenswert. Als nächstes gehe ich auch schon über zum Make-up, und zwar benutze ich hierzu meine Lieblingsfoundation von Maybelline aus der Fit Me-Reihe in der Nummer 220. Und zwar ist es eine wirklich meiner Lieblingsfoundation. Ich benutze sie schon seit mehreren Jahren, man sieht sie hier auf YouTube auch wirklich in jedem Video von mir. Das ist wirklich die einzige Foundation, die ich auf meinem Gesicht benutze. Ich habe mir zwar noch eine von MAC für trockene Haut angelegt, und zwar die Face and Body Foundation. Aber mit dieser Foundation war ich jetzt nicht so zufrieden. Mir hat die Deckkraft nicht gefallen, das Finish am Ende, sowie auch der Preis. Aber wenn ihr trockene Haut habt, könnt ihr diese gerne ausprobieren. Ich würde sie euch persönlich nicht empfehlen. Mir reicht die Fit Me Foundation völlig aus. Die ist wirklich super. Die ist für normale bis trockene Haut super gut geeignet. Und ich mit meiner trockenen Haut komme mit dieser Foundation wirklich super zurecht. Die hält wirklich den ganzen Tag, hinterlässt ein super schönes Finish am Ende. Hier korrigiere ich nochmal kurz mein Augenbrauen und gehe dann auch schon direkt zum Fit Me Concealer über. Ebenfalls von Maybelline. Ich liebe diese Fit Me Reihe, wirklich. Da habe ich die Nummer 20. Das trage ich dann halt unter meinen Augen, auf meine Nase, auf meine Stirn und im unteren Kinnbereich überall auf. Auf die Stellen halt, wo ich mein Gesicht ein bisschen, ja, highlighten möchte. Hier konturiere ich mein Gesicht mit der NYX Konturpalette. Auch wenn ich trockene Haut habe, konturiere ich wirklich super gerne mit Puderprodukten. Und aufgrund meiner reichhaltigen Pflege vor dem Make-up und meiner perfekten Wahl der Foundation macht es meiner Haut auch wirklich nichts aus. Da ich mit dem Schminken schon fast fertig bin, kommen wir auch schon zum Abpudern bzw. Baken. Und zwar benutze ich hierzu, bzw. habe ich mir hierzu zwei Produkte angelegt. Einmal das gepresste Puder aus der Drogerie, ebenfalls von der Fit Me Reihe von Maybelline in der Nummer 100. Ich muss aber dazu sagen, dass dieses Puder für meine Haut leider nicht das Richtige ist. Es ist wirklich zwar super schön und fein, hat eine super schöne Farbe, aber auf meiner Haut liegt das überhaupt nicht gut. Und wenn ich es auftrage, hinterlässt es wirklich solch unschöne Risse. Deswegen habe ich mir hierzu noch ein zweites Produkt angelegt, ebenfalls aus der Fit Me-Reihe von Maybelline. Und zwar dieses Loose Powder. Das gibt es leider noch nicht in der Drogerie. Vielleicht wird es bald der Fall sein. Aber momentan
kann man es halt nur über Amazon bestellen. Den genauen Link zu diesem Puder werde ich euch unten in die Videobeschreibung reinsetzen, falls ihr euch das Ganze nachkaufen möchtet. Es kostet auch nur 6 Euro. Dieses Puder ist durch seine Feinheit ideal für trockene Haut. Falls du halt ebenfalls trockene Haut hast wie ich und dein Gesicht gerne mal abpudern oder halt baken möchtest, dann ist dieses Puder genau das Richtige für dich. So, nachdem ich mein Gesicht nun abgepudert und gebaked habe, gehe ich über zu meinem Highlighter und highlighte mein Gesicht. Und falls ihr das ein oder andere Produkt nachkaufen möchtet, die genauen Links zu den Produkten findet ihr immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. So Leute, das war's auch schon mit dem Video. Ich hoffe natürlich, euch hat das Ganze gefallen und ihr konntet den ein oder anderen Tipp von mir mitnehmen. Und ansonsten hoffe ich, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Tschüss!